Hallihallo Leute, wir sind wieder da und wir, ich muss natürlich auch ins Spiel reinklicken, sind wieder da. Habe ich schon gesagt, dass wir wieder da sind? Wir sind wieder da. Gestern gab es ja keine Folge und das lag daran, dass ich verplant war. Bing. Na Mensch. Bing. Aber das ist nicht so schlimm, denn heute, wer hätte es gedacht, sind wir wieder da. Ja, wer sind denn wir? Wer sind denn wir? Wir sind ich und du und Müllers Kuh. Was macht mir das Kuh denn hier? Ich weiß nicht so genau. Also, The Wardrock ist auf jeden Fall wieder dabei. Ja. Und der Blödi Fuchs. Ach so. Oh. Jetzt habe ich gerade angefangen, unten die Crapos zu lernen. Also, wollte ich Kannst du zu dem ruhig machen. machen. Das ist in Nee, Ordnung. ist okay. Geh du mal die Tiere petten. Beziehungsweise, das muss ich eigentlich machen. Ah. Ich hab die Kuh. Stimmt, das musst du machen, weil ich brauche die Dings nicht mehr. Richtig. Ich habe Farming ja, wie ihr das so schön sehen könnt, auf 10. Ich will sammeln als nächstes eigentlich auf 10 bringen. Ich habe es schon auf 8. Ich habe die Kuh schon gestreichelt, du musst sie noch abmähen. Okay. Ich habe Wir sowieso den Eimer. können uns dann bald dieses andere Ding kaufen. Nächstes Jahr. Dieses Autoernte-Ding. Heute ist übrigens ein sehr guter Glückstag. Habe ich auch eine große Milch gekriegt. Ja. Milch brauchen wir nicht mehr, oder? Nee, kannst Was Käse. braucht Achso, ich habe eine Käsemaschine. wir brauchen nicht mehr allzu viel, oder? Wir Nee. brauchen nur, nee, wir brauchen nur noch einfach irgendeine Baumfrucht vom Händler. Und dann brauchen wir halt noch das ganze Community Board Dings. Guck mal, ich mache noch eine Dings dazu. Ach so. Ich gehe mal gucken, was haben wir denn an Pilzen? Nichts. Warte mal, wie lange brauchen die denn eigentlich noch? Kann ja wohl nicht sein. 6 Stunden eine Morchel, ein gewöhnlicher Pilz. Oh, ich sehe ja sogar, was da rauskommt. Heute Abend kann ich die 2 rote Pilze, 3 gewöhnliche Pilze und eine Morchel. Das ist ja witzig. Ich würde sagen, es ist 9 Uhr. Ich schnapp mir mal hier was zu essen raus. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was? Genau. Ich sehe, du verstehst. Die Steuerung wieder umgestellt, weil ich auf dem PC spiele. Ah. Jedes Mal. Am Anfang der Aufnahme. So. Du kannst doch die Einstellung umstellen. Ja. Ein Buch. Was wollte ich eigentlich machen? Ich gehe in die Mine bei dem Glück heute. Ich werde vermutlich auch die Mine gucken. Ich gehe erstmal gucken, wie viel Kupfer wir haben. Ich gehe mal gucken, was der Steinbruch sagt. Sonst würde ich eventuell noch mehr Crab Pots bauen. Ah, Cutscene. Jetzt kriege ich die Copperpen. Neun. Hi Fox! Es ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, was diesen Felsen zum Verschwinden gebracht hat. Ah, das war ich. Dieser Das Fluss war kommt aus den ich. Tiefen des Berges. Fox, das war ich. Pah, du hast nichts zu sagen. Oh mein Gott, das Wasser glitzert. Fukushima und so. Siehst du das Glitzern im Wasser? Ja, das ist wirklich gutes Erz. Oh, guter Stoff. Diese Strömung muss es aus dem Berg abgetragen haben. Diese Strömung, die Strömung nur. Du weißt, was es heißt, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir können mit der Erzwäsche beginnen. Erzwäsche. Hier, ich habe noch eine Erzpfanne in meinem Rucksack. Nimm sie ruhig. Ich kann die Szene nicht mal skippen. Voll nervig. Nee, ich auch nicht, hab's auch probiert. Solltest du je Erze im Wasser glitzern sehen, kannst du diese Pfanne benutzen und hoffentlich fündig werden. Du erhältst Kupferpfanne. Oh, jetzt kann ich endlich was in der Kupferpfanne braten. Mich immer ärgert's immer, dass man die nicht aufwerten kann. Zu einer Goldpfanne. Ja, zur Platinpfanne oder sowas. Es gibt kein Nicht Platin. Platin. Naja, du weißt schon. Iridium. Was Ja, ist ja macht die quasi Platin. Iridium-Pfanne? Pfannt die schneller? Mit Keine weniger Ahnung. Pfannenschlägen? Sie sieht Pfannifrosch? einfach, sie passt einfach zum anderen Zeug im Inventar. Sie sieht einfach nur besser aus, macht nicht mehr. So wie die Iridium-Sense dann, ne? Genau. Warte mal, kriege ich hier für alle? Ja. Ich hack den ganzen Steinbruch ab. Ich will ja hauptsächlich Erfahrungspunkte sammeln. Und da ich hier für jeden Stein Erfahrungspunkte bekomme im Minenarbeit. Oh, Schinken!
Alter, Chris, du bist doch verrückt. Ich habe gerade eine Donation von 25 Euro bekommen von dem liebsten Lieblings-Chris. Nice. Chris, du verrückter Hund, du. Dankeschön. Das sind 25 Euro näher an meinem Stream Deck, nicht Stream Deck, an, oh, noch eine Secret Note, an meinem, wie heißt die, Capture Card. Da hat sich auch gerade mein Handy gemeldet, dass ich auf PayPal Geld bekommen habe. Money, money, money. Geht der richtig los bei dir hier? Jetzt geht's los. Ich brauche unbedingt so ein... Ich muss mir mal mehr GIFs raussuchen. Ich hätte jetzt voll gutes GIF gehabt, was ich einblenden würde, wenn ich es denn da hätte. Eigentlich nur den Ton. Aus unserer allerliebsten SpongeBob-Sendung. Ich sollte mir... Money, money, money? Nein. Jetzt geht's zur Sache, Freunde. Yeah. Au. Das hätte jetzt voll gepasst. Ja, ein großes Dankeschön an Chris. Dankeschön. Genau, das war sehr groß übrigens gerade. Das ist Leas Schrift. Das steht auf dem Zettel mit drauf. Das ist Leas Schrift. Das schreibt nämlich Lea immer drüber. Meine Vorstellung eines perfekten Essens wäre Salat, Ziegenkäse, Trüffel und Wein. Das klingt wirklich geil. Zum Nachtisch bräuchte ich einen Mohnmuffin. Lecker. Wenn mir das jemand geben würde, wäre ich hin und weg. Witzig wäre es, wenn man das jetzt in der Reihenfolge ihr schenken würde, wenn es eine Auswirkung hätte oder so. So, wir haben noch mehr. Das ist kurz vor 1 nachts. Okay. Oh. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenig ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Elliot ist etwas geckenhaft und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kinn. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Was sind Krabbenkuchen? Crab Cakes? So, Sammlung. Ich will die zweite Seite lesen, da fehlt doch noch was. Geheime Notiz. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig, aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt verbirgt. Er mag Bier, Pizza und Paprikapopper. Wer auch immer das geschrieben hat, ich habe dein Tagebuch gefunden. Du hast es irgendwo in einem Stein, diese einzelne Seite, verloren. Ich habe auch noch zwei Secret Notes gefunden, aber ich kann die nicht lesen, glaube ich. Du kannst sie lesen, du musst sie anwählen und dann benutzen. Also musst sie in deine Shortcut-Leiste packen und dann benutzen wie ein Item halt. Wie ein Gegenstand. Wie ein Werkzeug. Oh. Kann man die aber nochmal irgendwo nachgucken? Ja. Wenn du... Hast du den Stream nebenbei laufen? Ja. Dann schau mal, wenn du hier drauf gehst, auf Sammlung, hast du dann da unten die geheimen Notizen und da sind sie alle drauf. Naja. Das wirst du jetzt in 5 bis 10 Sekunden sehen können. Ja, ich sehe schon. Oh, so schnell? Krass. Ja, ich hatte ja mal diesen, diesen Low Latency Mode angemacht, aber ich dachte nicht, dass es so gut ist. Oder sitzt du gerade zufällig hinter mir? Ich sitze hinter dir. Ah, oh, das erklärt einiges. Moment, wo? Jetzt bist du gerade angekommen in der Mine. Nee, jetzt bin ich schon unten. Oh, Monsterebene, genau das, was ich nicht brauchte. Wobei, ich muss Slimes töten. Ich will diese 1000 Slimes haben, weil dieser Slime-Charmer-Ring ist das Geilste, was man haben kann. Gott, das ist so knuffig, wenn ich Slimes an anspringen, nichts passiert. Ja. Ich hab der Switch immer Dings drin. Und das ist so knuffig. Ach, du hast jetzt auch den Slime-Charmer-Ring. Ja, ich habe auch Slime-Hutch mit nur Iridium-Schleim drin. Gut gezüchtet oder also hast du mit Absicht durchgezüchtet so? Naja, ich habe halt Iridium-Eier reingemacht, ne? Ja. All den Rest getötet, was noch drin war, ein kleines Viech. Ja. Naja, theoretisch reicht's ja, wenn du 2 Iridium erstmal hast.
Ich glaube, naja, es muss also ich glaub, muss weibliche Viecher rauskommen. Hä? Männlich und, es muss ja männlich und weiblich rauskommen. Na und vor allem, ich glaube, sie vermehren sich erst ab 4, oder? Was? Nein. Vorher auch schon. Okay. Jetzt hätte ich gerne meinen Traktor. Oh. Ah, ich wollte die Hacke über den Winter nochmal verbessern gehen. Das muss ich auch nochmal einen Tag machen. Welche Stufe ist deine Hacke jetzt so? Meine Hacke ist noch auf Stufe 1. Also noch ganz am Anfang. Die Hacke, um das Feld aufzuhacken. Ah ja. Oh, Critical. Ich habe jetzt auf meinem Account auf der Switch, auf meinem Spielstand, habe ich jetzt Critical Kill. Ja, das ist super gut. Ich hätte ja vor allem mit dem Galaxy Sword. Und an einem guten Glückstag. Mein Spiel ist eingefroren. Was? Ebene 109. Ja, ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Der Wartrag ist gegangen. Komm zurück! Ohne dich kann ich nicht spielen. Ich bin so unglücklich ohne dich. Lad schneller, ich will nicht, dass Fox weiter singt. Los, Team. Geheime Notiz. Dann bin ich ja wieder gleich wieder auf der Farm, oder? Ja. Ist sowieso 22.20 Uhr. Ja, habe ich mir das Zurücklaufen gespart. Ich gehe mal anders. Weil ich will noch mal ganz kurz in die Stadt. Allerdings trickse ich ein bisschen. Und zwar, Leute, also, dann können wir auch gleich die Cutscene hier heute noch mit abwarten. Ich komme sehr spät nach Hause heute, Mavi. Okay. Ein verlorenes Buch. Yes. Und eine geheime Notiz habe ich noch. Hier bei dieser geheimen Notiz sagt er ja, nee, nicht die da, sondern die da. Ich soll da und dann soll ich diese Schrittfolge machen. Das wäre theoretisch immer so weiterlaufen, bis du da bist. So. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, diese da oben. Da würde ich dann da oben ankommen. Ich würde erstmal ganz, ganz weit ringsrum laufen, bla bla bla. Und dann bin ich auf einmal da. Und dann Fahrer. Hey Kid, ich brauche etwas Glück. Warum besorgst du mir nicht eine Hasenpfote? Ich werde dich dafür fürstlich entlohnen. Ja. Komm zurück, wenn du eine Hasenpfote hast. So, ich brauche Hasenpfoten. Haben wir Hasen? Ne, wir haben Schweine. Und das ist da oben, mein Schatz. Wir brauchen Hasen, oder? Eine Hasenpfote brauchen wir noch für irgendwas. Nee, wir haben keine Hasen. Du hast noch keinen Hasen gekauft. So. Ein Ent und ein Huhn. Wir wollen Hasen haben. Genau. So, Kristallfrucht für den Zauberer. Machen wir glücklich. Und dann hieß die andere, gucken, ob wir das noch rechtzeitig schaffen, diesen da unten anzuquatschen. Und guckt euch das an. Nur ein kleines Gimmick für die Leute, die schon weiter im Spiel sind, eigentlich gedacht. Sieht man dann hier schon was. Jetzt muss ich aber schnell nach Hause. Das wäre mit einem Pferdchen oder einem Return Scepter besser gewesen. Aber es geht spät ins Bett heute. Ja, ich häng schon drin. Das passt schon. Jo. Einen kleinen Schluck nehmen. Ein Schluck. So, ins Bett gehen, ja. Endlich. Du, 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 du. Heute ist immer noch sehr gutes Glück. Was denn los? Du hast die Crabpots nicht geleert. Das stimmt. Nein, die sind schon wieder voll. Nein, ich war nicht an den Crabpots. Das stimmt. Oh, weißt du, was cool ist? Wenn wir am Beginn des dritten Jahres beide eine Winterwurz... nicht eine Winterwurz... die das Rating vom Großvater bekämen.
Das wäre sehr witzig. Ich hoffe, es wird nicht, ich hoffe, es wird nicht der Durchstück genommen, weil ich werde garantiert nicht fertig sein. Ja. Naja, das können wir ja zur Not noch nachholen immer wieder, aber wenn wir das beide bekämen, die Statue of Perfection, das wäre super praktisch. Wir würden so. Ich denke schon, dass wir die beide abholen können. Dann werden wir sowas von in Iridium schwimmen. So, ich habe ein bisschen was an Rohstoffen gefunden und das kommt da rein, ne? Genau. Und das kommt in die Kiste. Heute wird es nicht ganz so spannend, Leute. Ich habe nämlich keine Lust, wieder in die Mine zu gehen. Ich werde jetzt runtergehen, gucken, was der fahrende Händler hat. Oder die fahrende Händlerin. Ich glaube, es ist eine Händlerin. Ich komme mit. Crabbots kannst du dir auch noch angucken zwischendrin. Ja, Reisehändler ist in der Stadt, steht nur da. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass das eine Sie ist. Hasenpfote. Na Mensch. Tatsächlich gebe ich. Warte mal, wir brauchen sowieso, glaube ich, eine. Ich sag dir gleich, ob du die auch kaufen solltest. Wir haben ja noch keinen Hasen, ne? Wir haben noch keinen Hasen, nein. Okay. Wir brauchen aber eine für das Dings. Verzaubererbandel, kauf du die auch mal. Wir haben das Geld. Ich nehme meine für was anderes. Weil sonst noch was? Wir bekommen. Das kann ich mir schon mal verraten. Wenn wir dem jetzt die Hasen... Bleib mal stehen. Ja. Nein. Einmal zu viel gedrückt. Nein. Ah, ich habe auf Nein geklickt. Sorry. Wow. Wenn wir dem nämlich eine Hasenpfote bringen, kriegen wir ein Glücksamulett. Was macht das Glücksamulett? Es bringt uns dauerhaft mehr Glück. Wir haben also dauerhaft höher erhöhtes Glück. Moment, das gibt's tatsächlich schon? Ich dachte, das ist noch nicht eingebaut. Ist mit dieser, also das gibt's schon lange, dieses Amulett. Den Platz ja. in deiner Brieftasche aufleveln, okay, Level 6 Kampf, gibt's schon länger. Und mit der Beta 1.3 kam das jetzt dazu. Dies ist eine Seite aus Abigails Tagebuch. Dinge, die ich liebe, den Duft und geschnitzten Kürbis, einem Amethysten unter meinem Kopfkissen zu haben, die isst die doch immer, Schokoladenkuchen, die Herausforderung des würzigen Aals und die Brombeerpastete meiner Mutter. In Klammern, ich esse gerne. Ach. Fällt gar nicht auf. Hast du sie gerade fett genannt? Sie isst Amethysten. Ja, die schlagen nicht auf die Hüfte. Egal. Ja, unser ganzes Geld ist weg. Brauchst du irgendwas? Oh, wir müssen noch mal ein bisschen Geld irgendwie an Geld rankommen. Deswegen. Vor dem 15. Weil dann ist Nachtmarkt und dann können wir schon Seeds für die kommenden Seasons kaufen. Und wenigstens für den Frühjahr würde ich das gerne machen, weil wir dann am 1. direkt. Das heißt, wir die nächsten 10 Tage angeln gehen. Oh, du tut dir keinen Zwang an. Dann kommen wir zumindest ein bisschen Geld dran. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Wo denn? Über den Gleisen, über den linken. Ach so, ja. Die Kiste, die Karte habe ich auch gefunden. Hast du die auch gefunden, die Karte oder wie? Ja. Ja, die Notiz habe ich auch gefunden. Die hole ich auch noch. Das sind, glaube ich, 5.000. Na, siehst du, aber schon mal ein bisschen Geld. Wenn ich die auch bekommen kann, das weiß ich nicht, wie das gebrockt ist. Dann müsstest du erwarten, bis da. Ich hätte das vielleicht wieder einfach zumachen sollen. Nee, ist so. Egal. Ich kann auch morgen hingehen. Ist das zum Verkaufen? Was zum Verkaufen? Oder? Das ist nur zum Verkaufen, bringt, glaube ich, 5.000. So, 1, 2, 3. Immer sehr vorsichtig sein beim Leeren der Krabbenreusen. Ja, sonst muss ich die alle wieder hinstellen. Eben. Fishing aufgelevelt. Da kommen übrigens noch ein paar mehr hin, ne? Dachte ich mir fast. Ja, aber später auch größere Felder.
dachte ich mir fast, dass wir da noch mehr machen. Dann, wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Da bräuchte man so ein Autoerntesystem. Hi. Wenn Sam hier einen Kickflip versucht, werde ich mal nicht die Mülltonnen treten. Allerdings möchte ich ihm ungern aus Versehen beide geben, deswegen machen wir das so. Mülltonnen treten. Habe ich noch die... Ja. Irgendetwas hat an unserer Tür geklingelt. Ich hoffe mal, Saskia geht dran. Ach, ich glaube, ich weiß. Ja. Du hast das besondere Amulett. Du hast das besondere Amulett erhalten. Du spürst einen Glücksaura um dich herum. Klammern. Dein Glück wird dauerhaft erhöht. So, nochmal 10 Crapots. Hast du auch die Glücksaura bekommen? Oder ist das was wir nicht beide gleichzeitig bekommen? Guck mal an deine Geldbörse, neben dem Schädelschlüssel. Hab ich nicht, nein. Okay. Kann ich da hingehen, ohne dass ich die Karte habe? Oder muss ich erst die Karte dazu finden? Ich weiß es nicht. Kannst du mal gucken gehen. Aber da Glück eigentlich was Gleichmäßiges ist. Blöd, ich habe ihn nicht gesehen. Nee, das würde ja dein Glücksstat erhöhen, als ob du quasi Essen gegessen hast. Das wird ja auch nicht global laufen. Ah, okay, ja, das kann sein. Warum sollte ich mehr Glück haben, wenn du was isst? Das stimmt. Du wirst ja auch nicht satt, wenn ich was esse. Ich liebe das Meeresrauschen hier. Was habe ich gesagt? 5 Erfahrungspunkte gibt das. Pro Lernen des Crabpots, ne? Kann sein. Ich habe Fishing Level 4 jetzt. Dann kriegst du jetzt 135 Erfahrungspunkte pro Tag. Das ist... Ich hätte noch ein paar Crabpots hingestellt. Ja. Ich bringe jetzt trotzdem erstmal die Hasenpfote ins Bundle, ne? Ja. Prähistorische Rippe. So. Verzaubererbundel. Wir brauchen nur noch Wein. Haben wir doch, glaube ich, schon. Gehen wir nach Hause und morgen. Also ich werde jetzt noch ein bisschen mein Haus bearbeiten wahrscheinlich. Mach das, ja. Mal den ganzen Crap, den mein wunderschöner Mitbewohner meiner Farm da hingebaut hat, erstmal abbauen. Weil der nämlich nervt. Also sowohl der Crap als auch der Mitbewohner. Was? So. Alle hops. Erstmal müssen wir Sachen einsortieren. Das ist wichtig. Verdammt, ich habe das Zeug nicht unten hingebracht. Das kann ich ja alles da reinpacken. Das ist ja nicht das Problem. Allerdings, Snail. Schmeiß den Müll auch rein, kann ich mitnehmen. Okay. Ich schmeiß den ganzen Müll auch rein. Müll. Ich muss sowieso da runter wieder. Genau, deswegen. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Und das kommt alles erstmal da rein. Ein Artefakt für Gunther. Du sortierst ja das auch ein bisschen, ne? Gunther. Ja, ich sortiere jetzt gleich noch mein Häuschen ein bisschen. Baust du gerade Holz ab? Quasi. Du bist nicht der Einzige, der cheaten kann. Du cheatest? Nicht wirklich. Aus mit der Game-Mechanik. Was genau tust du? Ich
Ich mache unseren Zaun unzerstörbar. Wie? Oh, Diamant. Ah. Wir müssen nur zwei Zaun muss man lassen, nämlich den links und rechts vom Tor. Ja. Und die können kaputt gehen, das ist das Einzige. Der sieht zwar hässlich aus, aber es funktioniert. Naja, solange bis wir 10 Millionen auf dem Konto haben. Ja. Und was ich gemacht habe, was ich auch machen werde, ich werde das Gatter noch ein bisschen nach unten erweitern, ungefähr bis hier. Mhm. Und werde dann hier zwei Teile abtrennen, die ich abwechselnd aufmachen kann, damit nicht alles gleichzeitig weggefressen werden kann. Dass man quasi jeden Tag entscheiden kann, macht das linke oder rechte auf. Theoretisch. Dass man sich dann erholen kann währenddessen. Das ist eigentlich eine voll gute Idee, das stimmt. Das habe ich auf meinem anderen Account gemacht und das läuft ganz gut. Ja, wenn du genug hast, geht es eigentlich, aber, also wenn die Fläche generell groß genug ist. Naja gut, aber ich habe halt, ich habe 12 Hasen und 12 Schweine da drin. Und die fressen halt einfach das Zeug weg. Ja. Am Ende. Der Kamin, ich habe den Kamin weggenommen, das ist witzig. Ja, so funktioniert das doch, oder? Ja, ziemlich. Ich habe einen Holzzaun noch gekriegt. So, den Kamin möchte ich bitte dahin stellen. Und wieder anmachen. So. Ich möchte gerne eine Kiste machen. Und da den ganzen Crap mal einsammeln. Nicht nur den Goyle, auch den Crap. So, ich werde ein anderes Mal. Ah ne, den. Die will ich noch hinsetzen. Ich brauche meinen Fernseher. Junimo Plüsch. Das Junimo Plüsch muss auch hin. Irgendwo. Eben. Der singende Stein, den brauche ich gerade nicht. Das Junimo-Plüsch kommt direkt hier vor mein Bett. Ich würde es ja direkt vors Bett stellen, aber es passt nicht, weil das Bett 3 breit ist. Das ist richtig nervig. Ich finde auch, man sollte das Bett wenigstens, wenn man schon nicht verschieben kann, wenigstens einfärben können. Mit verschiedenen Sachen. Ich finde, man sollte es einfach verschieben können. Aber du musst mindestens ein Bett haben. Das ist halt die Sache. Ja, ja, aber dass man es halt verschieben kann. Und kannst du auch nicht in dem Fernseher drin stehen. Das ist mir schon klar. Dum-dum-dum-dum. Kampfstufe 6. Okay, Schleim-Eierpresse. Der Hochfisk hat 250.000 Gold verdient. Und Level Stufe 4 Fischen. Hast du nicht weitergeklickt? Bitte? Ich habe nicht weitergeklickt. Sehr gut. Wir haben 5.000 durch deine Schatztruhe. Ich sollte theoretisch die Schatztruhe auch nochmal finden. Das macht dann auch nochmal 5.000. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Das war's für heute. Schaut doch mal im Stream vorbei. Ja. Oder schaut bei Twitter vorbei. Das war das andere. Genau. Bis morgen. Jo. Tschüss. Ciao.